Hallo zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich dir eine Aufschlagsformation, die das aufschlagende Team beim Doppel verwenden kann. Und zwar ist es die sogenannte I-Formation. Wenn man schaut hier beim roten Team, das ist das aufschlagende Team, beide Spieler stehen oder hocken, besser gesagt, hintereinander. Heißt, hier ist der Aufschläger und hier vorne wäre der Partner, der in einer gehockten Position ist. Und den Ball sozusagen über sich drüber aufschlagen lässt. Wichtig bei dieser Formation ist immer, dass eine ganz, ganz genaue Absprache zwischen den beiden Spielern vorher stattgefunden hat, wer danach auf welche Seite geht, ob er danach dahin geht oder ob er danach hierhin geht. Es handelt sich also um eine Aufstellungsvariante, die vorwiegend beim ersten Aufschlag gespielt wird und die darauf ausgelegt ist, den Cross-Return des Gegners zu verhindern. Wenn ich hier vorne aber schon in der Position bin, wäre hier vorne der Weg für mich hier kürzer, hier zu intervenieren, nach Absprache natürlich mit meinem Partner, der danach hier hingehen würde. Hier geht es auch einfach darum, was anderes zu machen und dem Gegner einfach auch neue Aufgaben zu geben, um ihm gerade diesen Cross-Bewegungsrhythmus so ein bisschen rauszunehmen, dass er hier in der Position einfach so ein bisschen steht und nicht weiß, was soll ich denn eigentlich machen? Gehe ich hier lang und vor allen Dingen, was mache ich selber in der Formation? Weil wenn ich immer in dieser klassischen Aufstellung stehe, dass einer hier und einer hier steht, dann weiß er eigentlich ganz genau, hier ist mein guter Schlag, hier komme ich super hindurch. Und hier gebe ich ihm einfach auch mal eine Aufgabe, worauf er sich auch mal dann neu einstellen muss. Weil ich habe natürlich auch hier die Möglichkeit, direkt zu sagen, na gut, ich gehe danach direkt und mache hier zu und mein Partner bleibt da. Aber ich könnte natürlich auch hier direkt am Anfang einen kompletten Seitenwechsel machen. Ich blende dir dafür mal ein Beispiel ein. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Und wenn du mehr solcher Videos sehen möchtest, dann lass gerne ein kostenloses Abo hier auf dem Fit am Ball Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen.